Herzlich willkommen zurück bei dem besten Spiel aller Zeiten. Ja, ist das Sarkasmus? Nein. Kaum zu glauben, wie viele Maden in dem Fort auf uns warteten. Und wenn sie die Rakete schon gefunden hatten? Oh, die haben eine Tür aufgetreten. Nicht weiter sagen. Sagen wir so, das Spiel wäre gut ohne die scheiß Katzen. Und wenn es nicht so viel Raumgeballer wäre. Und wenn die Story ein bisschen mehr Zusammenhang hätte. Ne? Ja, doch, das Abcutten ist halt gestört. Ja. Und irgendwie scheiße. Ja. Mehr für mich. Verkaufen auch ziemlich viele wieder. Hier. Ich muss gerade. Das war nicht so geil. Das war nicht so. Ja. Du bist gut. Also jetzt. Ja, wir müssen uns abwechseln mal irgendwo hin. Wo müssen wir hin? Irgendwo hin. Oh, das sind ziemlich viel. Da wuselt's. Das Wichtigste ist, die Penner mit den scheiß Fehler zum Treffer. Ja. Das Geräusch für den Pfeile ist lang. Ist ein bisschen nervig, oder? Ja. Die verzieht so die beschissene Knarre. Schieß wie so ein Behi. Vielleicht liegt es auch gar nicht an der Waffe. Ich sag doch, ich schieß wie so ein Behi. Ja. Ach, leck mich, du. Nimm eine andere Waffe, würde ich sagen. Ne? Aber die hat einen guten Bums. Ja, das stimmt wohl. Ah, ihr seid schon alle unten. So, ich stehe da oben auf dem Balkon wie so ein Affe. Tja. Das ist eben aus der Reihe, ne, Äffchen. Ihr mögt mich nicht, ja? Ihr Penner, lasst mich stehen. Wir mobben dich. Wow. Das war knapp. Oh, das war so ein blöder Bogen. Bist du hin? Hm? Bist du hin? Nö. Nur ein bisschen ausgeruht. Genau, ist eine Medaille rum. Kann ich fortfahren? Warte noch kurz, ich will gucken. Siehst du irgendwas Rotes? Nein. Dann fahre fort, mein Kind. Oh, mal wieder ein neuer Abschnitt. Hauptbasis. So zur Abwechslung mal. Und zur Abwechslung sind Aufzüge drin. Und keine Türen. Hm. Noch nicht. Ich meine, Dialog oder sowas. Nee, zugucken, wie sie den Fahrstuhl runterfahren. Geht's da runter? Ja. Warum springen sie nicht? Ich gehe da nicht runter, sonst verreck ich wieder. Lieutenant Baird hier. Lieutenant, wie lautet Ihre Position? Onyx Point. Wir haben soeben die Leichtmasse aktiviert und werden... Kein weiteres verfluchtes Wort, Lieutenant. Die Rakete ist nicht ohne Grund in dem Silo. Görner, Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Doch, das weiß ich sogar ganz genau. Eine Made, die ein paar wertlose Indies gekillt hat. Wenn ich
lassen Sie und Ihre Männer sterben. Lieutenant, nehmen Sie Private Paddock fest und bleiben Sie auf dem Feld. Nein, warten Sie. Cadet Hendrick, nehmen Sie Paddock fest und Lieutenant Baird sollte er sich widersetzen. Hier Omega-2. Sitzen zwei Blocks vom Museum entfernt fest. Evakuierung benötigt. Schicken Unterstützung. Ein Raven kann in einer Stunde da sein. Wir haben keine Stunde. Wir könnten schneller da sein. Ich werde Omega retten. So ein Zufall. Ich auch. Der Sprecher von dem, wo als erstes Quatsch hat, das ist der von Tommy Lee Jones. Ah, okay. Muss mal hören, genau, wenn man quatscht. Mhm. Wohin, Damon? Zurück zum Festland. Die brauchen unsere Hilfe. Weit weg. Hier irgendwo ein roter Schädel. Also ich sehe nichts, ne? Könnt ihr schon mal vor, ich komme danach. Ja, ja, du hast keinen Stress. Drohnen! Ah, wie ich es gewusst hätte. Ich kimme. Wo ist der Feind? Schildsack. Haha. Der ist irgendwie tot, ne? Schön in meine Granätsche gelaufen. War gerade eigentlich so eine komische Kanone. Das kann ja nichts Gutes heißen, ey. Ich hab sie gerade mitgenommen und dahingestellt, weil ich nicht wusste, wohin. Ich hab lauter Granaten im Sack. Die Rakete ist uns, wenn die Maden sie bekommen. Der Bot kann die Tür von der anderen Seite versiegeln. Das war jetzt so eine richtige Menge an Gegnern, oder? Ja, das war okay, ne? Angenehm. Und eine Tür. Die Tür war der einzige Weg zur Rakete. Die Tür. Jetzt war sie fest verschlossen. Zeit zum Strand zurückzukehren. Und wie sind Sie von der Insel gekommen, Private? Oh, das war der lustige Teil. Ach, von dem Typ manch, ne? Ja. Von, ja, okay, jetzt. Ja, stimmt. Immer ein bisschen Qualität an Synchronschwimmen haben sie. Sollen wir gucken? Ja, kann ich machen, aber irgendwie ist da nur um ja, noch... Ja, du warst zu langsam. Dieses Geräusch nervt echt. Nein. Nein, nein. Hey, Mann, das ist weg. Hand ist sauber. Wachsam bleiben, Kilo. Nein, nein, nein. Yippie. Sippie. Muss ich da nochmal eine Treppe? Weiß nicht, ich guck grad nach. Zeug. Ja, da ist nochmal eine Treppe. Aber irgendwie liegt hier keine so eine Knarre noch rum. So, Stolperdraht, Armbrust. Was kann die? Weißt du das? Immer was? Stolperdraht, Armbrust. Was kann die? Keine Ahnung. Probier's aus, dann stolper.
Aha. Wahrscheinlich so Mine, oder? Bewegungs... Aha. Du verstehst. Ich warte am Geschütz. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Munition alle. Du bist wow. Teilweise. Ob das was bringt, aber sieht irgendwie cool aus. Das X markiert den Punkt. Gibt's nochmal einen Geschützturm? Hm? Gibt's nochmal einen Geschützturm? Nee, ich habe jetzt zwei. Achso, du meinst so einer? Ja. Wahrscheinlich da oben, ja. Mal gucken. Nee, hier gab's mal einen. Aber ich bleib unten, ich tu die Türme immer nachladen. Wo Gegner? Schaut euch nach Munition um, bevor noch mehr kommen. Bock kann ich mir so nicht will. Gegner. Ich bleib bei einem dicken Bertha hier. Falscher Knopf. Kann man nicht mal bereit drücken, so ein Kack. Boom-Shot. Macht die viel Boom oder macht die... Probier den Bumm, da siehst du, was der Bumm macht. Ja, die musste ich aber dann eintauschen. Mächtig bei der Bumm. Schau mal. Ja, jetzt kommen gleich zwei. Ja. Nicht das eins noch vier. Oh, gleich zwei. Okay. Jetzt habe ich gesehen. Der ist außerhalb meiner Reichweite, so eine Scheiße. Wir haben noch viel zu tun, Damon. Gehen wir? Wir müssen sicherstellen, dass das alle waren. Mhm. Und wie? Okay, die sind eigentlich jetzt gereicht. Was ist erreicht? Die Welle, wo jetzt gerade kam, hätte eigentlich gereicht für dass es vorbei ist und weiter. Tja, alle guten Dinge sind drei, oder? Mhm. Jetzt kommen wahrscheinlich fünf Schiffe. Eine Maus. Ah, wahrscheinlich ein Arschlochschiff. Ja, wahrscheinlich nur Fettsäcke drin. Okay, Kilo, hoffen wir, dass das der letzte war. Okay, ich muss weg, weil die sind hinter mir.
Das ist cool, wenn der Reiter tot ist, dann hängt er drauf wie so ein Sack. Ach, hier war noch mal so eine Kanone. Ja, lieber später wie nie, ja. Ja, bloß ziemlich eingegrenzt, das Schussfeld irgendwie. Blöd, dass es auf der Seite da nichts gibt. Stirb, ihr Kacker. Irgendwie ist gerade nervig. Ja, ich hatte so viel auch wieder, ne? Komm aus jedem Loch. Super, und für das wird Spiel in der Woche. Sorry. Sowas geht nebenher. Hey, ich bin tot. Tja, so schnell geht's. Ah, jetzt bin ich nicht mehr tot. Die Sau hat sich... Kochen dein. Wunderschön. Hab ich ihn erwischt? Ne, ich habe ihn getroffen. Ich habe was gesehen, dass bei dir Blut gespritzt ist. Können mit einem der Boote zurückfahren. Super. Das ist der fertig. Lass ich hoffe. Das beenden, Kilo. Okay. Yay. Freudentanz. Endlich mal. Ja, ne? Bisschen Action. Dann gehen wir mal ins Boot. Welches Boot? In das Boot. In das Boot. Mal gucken, reicht's noch? Ah, nur ein paar MB haben wir schon Platz. Was war jetzt wieder ein längeres Stück? Ja. Meine Antwort wäre unterm Helm, fick dich, du Arsch. Das ist Wahnsinn. Ich warte nur auf Sie. Beenden wir's. Yay. Ui, es neigt sich dem Ende zu. Die Leichtmassenrakete war startklar. Wir mussten Khan finden, den Sender nah an ihn ranbringen und sie abfeuern. Und wo war Khan? Omega hatte seine Seher am Museum ausgeschaltet. Damit würde er sich persönlich befassen wollen. Woher wissen wir, dass die große fiese Made beim Museum ist? Loomis hat gerade angekündigt, jeden Soldaten zum Museum zu schicken. Es muss eine Falle sein. Die große fette Made. Hm. Hey, wieder ein bisschen grün.
Wie? Du bist ekelhaft, Bob. Na toll, da hab ich mal mehr Scharfschützengewehr. Die fiesen Fettsäcker mit den Schildern sind einfach nervig. Ein bisschen. Irgendwo hier müssen eine Medaille rumliegen. Nur wo? Da liegt sie nicht, sehe sie nicht. Jetzt geht's rund! Was für ein behinderter Schuss von mir. Wuselt wieder ein bisschen. Ein bisschen, ist gut, ne? Habt ihr gerade einen Arsch gerettet? Heute keine Gefangenen. Oh. Boah, die gerade duselt. Leck mich am Arsch. Und gesagt, irgendwas eiert hinter mir rum. Die wollten nicht knutschen. Schneller, schneller, schneller. Ui. Dann machen wir hier, würde ich sagen, nochmal einen Cut. Ein Cuttiger Cut. Ein Cuttiger Cut.